Einen schönen guten Abend nochmal zum heutigen Chart-Webinar von Oyondo und Feingold Research am 27. September mit einem interessanten Thema, denn wir wollen uns heute eigentlich schwerpunktmäßig mit den wichtigsten Basiswerten beschäftigen, also DAX, Gold, Euro und Öl. Und dass alles miteinander zusammenhängt, das wissen Sie ja inzwischen schon. Und man also auch immer auf so ein bisschen die anderen Märkte schauen muss, um dann Ableitungen um Ableitungen zu bekommen für Tendenzen für andere Märkte. Das ist inzwischen schon klar. Aber wir wollen uns natürlich auch mit allen einzelnen Basiswerten beschäftigen. Jetzt sehe ich hier gerade in der Fragenbox, dass kein Ton übertragen wird. Ansonsten müsste ich hier nochmal schreiben, bitte nochmal neu anmelden. Ansonsten, Sie können mich aber, alle anderen können mich soweit gut verstehen, hoffe ich mal. Okay, alles vielen Dank. Wunderbar, Ton ist da. Und dann schreibe ich denjenigen mal kurz, dass er sich bitte neu anmelden soll. Und dann funktioniert das auch. Generell immer die Info, falls ein Problem sein sollte wegen dem Ton, einfach neu anmelden. Dann funktioniert das meistens. So, das ist das Thema. DAX, Gold, Euro, Öl, die Aussichten für das vierte Quartal, also für die nächsten Wochen, wenige Monate. Dann wollen wir mal gucken, wie weit man da schauen kann. Ich habe ein Thema jetzt aber vorgezogen, weil ich es einfach wichtig finde und das hat auch den heutigen Handelstag eigentlich wieder doch stärker geprägt. Wir schauen hier kurz mal auf den DAX, wie er sich heute geschlagen hat und was so in den letzten Tagen eben passiert ist. Eine schöne Achterbahnfahrt, wer es mag, wird glücklich sein, wer nicht, muss mit der hohen oder erhöhten Volatilität jetzt zurechtkommen. Wir sind ja hier ganz nett gestartet eigentlich vor gut einer Woche im Bereich der 10.400. Dann im Zuge der Notenbankentscheidungen EZB, FED und Bank of Japan haben wir uns bis auf 10.700 emporgearbeitet. Dann spekulierten natürlich schon viele hier auf einen endlich mal den erfolgten Ausbruch über die 10.800, also das bisherige Jahreshoch. Genau das hat der DAX nicht geliefert, sondern er drehte eben schon gut 100 Punkte unter dieser doch wichtigen Schwelle inzwischen wieder nach unten. Deutliche Schwächezeichen dann am Montag, wo wir mal um fast 200 Punkte hier in dieser Indikation Richtung Süden gerauscht sind. Vielfältige Probleme waren das gewesen, die hier auf einmal aufgepoppt sind. Man hatte Angst, dass das erste TV-Duell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump ganz klar an den republikanischen Herausforderer gehen könnte, weil er eben doch jetzt in den vergangenen Wochen im Aufwind gewesen ist. Das ist, wie wir inzwischen wissen, ein bisschen anders ausgegangen. Hillary Clinton hat doch nach Ansicht der meisten Beobachter hier ganz eindeutig dominiert, vor allen Dingen so in der zweiten Hälfte dieses TV-Duells. Es kommen natürlich noch weiter und der Trump hat eben auch gesagt, naja, also ein TV-Duell, das werde ich mal vielleicht links liegen lassen, gerade auch wegen einiger sportlicher Großereignisse. Naja, alles hin und wieder. Das wichtige Thema gestern natürlich, die Deutsche Bank. Und damit nicht nur die Deutsche Bank, sondern natürlich jetzt auch die Commerzbank, damit das gesamte deutsche Bankensystem, das europäische Bankensystem, muss man inzwischen schon sagen. Und das war es eben auch gewesen, was die heutige Bewegung gekennzeichnet hat. Denn wir hatten natürlich aufgrund der besser als erwarteten TV-Debatte von Frau Clinton zunächst einmal so eine leichte Erleichterung gesehen. Auch die asiatischen Handel und Märkte sind eigentlich ganz gut reingekommen. Der Yen stabilisierte sich auch ganz gut. Aber das hat dann sehr schnell nachgelassen. Der DAX ist so ein bisschen auf eine Berg- und Talfahrt, also zuerst auf eine deutliche Talfahrt gegangen, hat von der Spitze aus gesehen gute 150 Punkte zügig abgearbeitet bis zum Mittag. Und dann erst am frühen Nachmittag die deutlichen Verluste mal wieder aufgeholt. Und das Ergebnis sieht man hier sehr schön in dieser Kerze. Das ist ein Doji, nennt man das. Man kann sogar als Long Ledger Doji durchgehen. Das heißt also, der Eröffnungskurs und der Schlusskurs lagen relativ nah beieinander. Das sind hier ungefähr, die wir heute hatten, so ungefähr 30 Punkte. Hier in der Indikation ist es noch ein bisschen weniger gewesen. Wichtig ist einfach, das Tageshoch lag deutlich höher. Das waren ja, wie gesagt, heute so ungefähr die 10.454 gewesen. Nach unten hin hatten wir 10.266 im Tief, also diese Handelsspanne extrem weit. Führt dazu, das ist letztlich ein Zeichen für einfach erhöhte Unsicherheit.
Es wurde zuerst ein Angriff auf steigende Kurse abgewehrt, zurückgeschlagen, dann wurde der Markt nach unten durchgereicht. Das haben wiederum viele als Kaufchance gesehen und der DAX ist wieder gestiegen, auch im Zuge der freundlichen Wall Street. Und das ist das Ergebnis. Letztlich große Unsicherheit, große Nervosität prägt den Handel jetzt, was nicht unüblich ist. So im Spätsommer, im frühen Herbst, dann ist es meistens so, dass die Volatilität auch anzieht. Und wenn man sich das anschaut, der VDAX New ist ja noch knapp unter der 20, schwankt so ein bisschen um die 20er Marke, also noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Nicht wenige wetten, dass eben die Volatilität nochmal deutlich ansteigen sollte. Und das würde eigentlich auch bedeuten, dass es zu fallenden Kursen am Aktienmarkt kommt. Der entscheidende Punkt dafür natürlich, wie geht es eigentlich mit den Banken weiter? Und die sind letztlich auch der entscheidende Dreh- und Angelpunkt. Natürlich, der US-Wahlkampf ist sehr wichtig, da gehe ich auch gleich nochmal deutlicher drauf ein, gerade auch für den Aktienmarkt, keine Frage. Aber eben die Situation im europäischen Bankenmarkt hat sich einfach zugespitzt. Es kamen hier sehr viele Emotionen natürlich auch auf, einfach wegen der Forderung des US-Justizministeriums, der letztlich, weil man hier doch relativ viel von der Deutschen Bank ja haben möchte, 12,5 Milliarden Euro. Das ist für die Deutsche Bank sehr viel Geld. Und natürlich kamen da inzwischen jetzt auch schon mal so leichte Entwarnungen vom US-Justizministerium heute, dass bei einer Kooperation der Frankfurter die straffällig gewordenen Beträge oder die Höhe etwas angepasst werden könnte. Das wäre natürlich schon mal eine deutliche Erleichterung. Aber um wie viel letztlich? Sind es dann 10 Milliarden, 9 Milliarden? Das ist dann das entsprechende, die große Frage auch. Also wir müssen uns zunächst einmal mit den Banken beschäftigen. Die sind wirklich im Augenblick das, der wichtige Stellfaktor. Und das betrifft natürlich nicht nur die europäischen bzw. die deutschen Banken, sondern vor allen Dingen eben auch das europäische Bankensystem. Und hier ist es ganz entscheidend, das ziehe ich mal hier mit rein. Ich habe Ihnen hier mal mitgebracht die Entwicklung des italienischen Bankenindexes, denn der ist letztlich auch entscheidend. Man muss das ja auch im Gesamtzusammenhang immer sehen. Die EZB hat Negativzinsen eingeführt und meiner Meinung nach hat sie sich über die Konsequenzen dieser Politik gar nicht mal so großartig Gedanken gemacht. Was bedeutet das denn eigentlich? Ja, dass die Banken letztlich auch nichts mehr verdienen können. Ja, die Zinsstrukturkurve, das heißt also das Verhältnis der Renditen kurzfristiger Anleihen zu den langfristigen Anleihen, das hat sich ja alles nach unten verschoben. Die kurz- bis mittelfristigen Anleihen laufen im Bereich von minus 0,4%. Also da, wo die EZB überhaupt noch kaufen kann. Die langfristigen 15-jährige deutsche Bundesanleihen sind heute auch in den negativen Bereich reingelaufen. Und das ist natürlich eine sehr schlechte Entwicklung, weil die Banken so überhaupt kein Geld mehr verdienen können. Ja, die Zinsstrukturkurve ist selbst schon extrem flach, sie ist im negativen Bereich und das ist ungefähr das Negativste überhaupt, was man sich für die Banken vorstellen kann. Und mit diesem Umfeld muss man sich jetzt erst einmal auseinandersetzen. Bevor ich jetzt aber bei den Banken noch weiter in die Details reingehe und vielen Dank für den Hinweis nochmal. Ich hätte es jetzt echt wieder vergessen, ich sollte mich schämen. Die Kurzumfrage zum DAX natürlich. Wo sehen Sie den DAX in der nächsten Woche? Bitte einfach mal eine Meinung abgeben, wie immer anonym die ganze Geschichte. Letzte Woche hatten wir 70% gehabt, die bullisch für den DAX eingestellt gewesen sind. Im Wochenvergleich hat der DAX rund 30 Punkte verloren. Also die Mehrheit hat nicht recht behalten. Das war übrigens davor auch schon ähnlich gewesen. Also einfach mal Ihre Meinung eingeben, wenn Sie nicht gerade für seitwärts gestimmt sind. Steigt der DAX in den nächsten 5 Handelstagen oder fällt er? Würde mich mal interessieren. Und es kommt so raus, wie ich es mir schon ungefähr vorgestellt habe. Knapp 80% haben von Ihnen abgestimmt. Ich denke, ich kann die Umfrage schließen. Ich bedanke mich bei Ihnen für eine sehr aussagekräftige Zahl. 51% erwarten steigende Kurse, 49% fallende Kurse. Ich finde das immer wieder erstaunlich, dass in diesem Webinar hier diese Pendeln um die 50-55% steigend, fallend, dass das irgendwie so passiert. Das kann ja eigentlich kaum noch Zufall sein, aber sie können sich auch nicht untereinander abstimmen. Das ist jedenfalls das Ergebnis. Habe ich hier eingetragen für die nächste Woche. Also keine Tendenz. Sie sind in beiden Richtungen offenbar positioniert oder eben nicht positioniert. Das lässt Raum für deutlichere Bewegungen. Das wollen wir auch gleich mal noch genauer einordnen. Also, viele auch von Ihnen seitwärts. Ja, das ist richtig.
So, und was könnte jetzt den DAX eben auch in so eine Seitwärtsbewegung oder sogar eine fallende Bewegung zwängen? Ja, das ist letztlich der Bankensektor. Hier einfach mal der Chart, den man im Auge behalten sollte. Ich stelle Ihnen den in die Chatbox auch rein. So, heute kommt übrigens viel in die Chatbox, also von daher da mal gut aufpassen. Das hier ist die Kursentwicklung der vergangenen 12 Monate vom italienischen Bankenindex. Der italienische Bankenindex hat in den vergangenen 12 Monaten um 50% verloren. Wohlgemerkt der Index, ja, einzelne Aktien noch deutlich mehr, 70%, 80%. Wenn der Index wirklich schon 50% verliert, innerhalb von 12 Monaten ist das ein ganz klares Warnsignal. Und natürlich, der Finanzsektor ist ja letztlich das Schmiermittel der Wirtschaft. Wenn hier Probleme bestehen, wenn hier Vertrauensverlust aufkommt, das wissen wir schon allein aus der Krise in 2008, 2009, dann ist das nur eine brandgefährliche Geschichte und die ist eben hier in Europa jetzt doch sehr präsent. Sie sehen hier oben dargestellt, das ist der DAX, der legt ungefähr 10% zu, also eine deutliche schlechtere Entwicklung eben im Branchenindex selbst. Das heißt, der italienische Bankenindex hier ganz klar das Risiko zu sehen. Ich habe es Ihnen schon eigentlich auch häufiger mal genannt. Italienische Bankensystem kämpft ja mit sehr vielen notleidenden Krediten. Insgesamt sind 360 Milliarden Euro. 200 Milliarden Euro von davon sind ungefähr, oder kann man inzwischen als verloren abschreiben. Die Schuldner haben wegen Insolvenz die Zahlungen eingestellt. Was mit dem Rest noch passiert, war vollkommen offen. Wie viel auch inzwischen eben schon abgeschrieben ist, ist eben auch so eine doch kritische Geschichte. Dann haben wir die Situation, dass die EZB die Bankenaufsicht für die größeren Geldhäuser übernommen hat. Das heißt also, vom vergangenen Jahr an ist es so, dass ein Bailout notleidender Banken, also ihre Rettung durch Steuerzahler, inzwischen ausgeschlossen ist per Gesetz. Jetzt ist nur noch ein Bail-in möglich. Heißt nichts anderes, dass zuerst die Aktionäre bluten. Das sehen wir jetzt schon. Ja, wie gesagt, der Index hat schon allein 50% verloren. Deutsche Bankaktie seit Jahresbeginn mehr als 50%. Danach kommen dann noch Eigner von Obligationen dran, Sparer, die mehr als 100.000 Euro auf dem Konto haben. Also in Italien ist die Situation weiterhin extrem angespannt. Gilt vor allen Dingen eben auch für zum Beispiel solche Traditionshäuser wie Monte dei Paschi, ja, die 47 Milliarden Euro an notleidenden Krediten haben. Davon sind bisher nur 23 Milliarden Euro abgeschrieben. Das heißt, was passiert jetzt mit den 24 Milliarden Euro? Da muss dann vielleicht eine Umwandlung von Anleihen in Aktien passieren, ja, eine Kapitalerhöhung durchgeführt werden. Da kommt eine ganze Menge zusammen. Merken Sie sich mal, für den 24. Oktober hat man hier weitere Details angekündigt. Bei UniCredit ist die Situation ähnlich. Zahlreiche Anteilsverkäufe werden wahrscheinlich vorgenommen. Man hofft, so über 10 Milliarden Euro zusammenzukratzen, indem auch Beteiligungen abgestoßen werden. Dennoch auch hier Ausgabe von neuen Aktien, 5 bis 6 Milliarden Euro werden angepeilt. Also, der Bankensektor ist weiterhin echt das große Problem. Das muss man im Hinterkopf behalten. Es ist nicht unbedingt der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf. Das haben wir jetzt auch gesehen heute in der Reaktion. Ja, eigentlich die erste TV-Debatte war ja klar für Clinton ausgegangen. Eigentlich hätten die Kurse heute steigen müssen. Aber dann kam den Investoren ganz schnell wieder in den Sinn. Also bei den Banken sieht es weiterhin extrem schwierig aus. Das europäische Bankensystem leidet doch deutlich. Staatshilfen könnten wieder auf die Tagesordnung kommen, wenn man sich mal anhört. Der Chefvolkswirt der Deutschen Bank hat noch in einem Interview im Juli gesagt, dass Europas Banken dringend eine Euro-Rettung brauchen im Stil, wie man es auch in den USA gemacht hat. Er hat von einem Rekapitalisierungsbedarf von 150 Milliarden Euro gesprochen. Das Problem ist, in Europa braucht man für alles immer extrem viel Zeit und irgendwann ist die Zeit abgelaufen und dann muss man irgendwelche Entscheidungen übers Knie brechen, denn man sieht es ja ganz einfach, die Zinspolitik, diese Nullzinspolitik führt eben dazu, dass der Bankensektor in Europa ungefähr ungespitzt in den Boden gerammt wird, ganz zu schweigen eben davon, was eben auch mit den Sparern passiert. Auch das ist ja letztlich Kaufkraft, die nicht mehr vorhanden ist und die irgendwie kompensiert werden muss. Das ist ein großes Problem, was wir hier haben. Ich bin gespannt, ob die EZB darauf mal reagieren wird. Denn das Problem der Deutschen Bank zum Beispiel, das zeigt dieser Chart hier, springt natürlich dann auch zum Beispiel auf Deutschland selbst über. Und was ihr hier vor euch sieht, das ist die Entwicklung der Credit Default Swaps. Tönt ein bisschen kompliziert, was das ist. Letztlich geht es sich darum,
dass man, ja, das sind Kreditausfallversicherungen, das sind Credit Default Swaps. Das heißt also, mit diesen Papieren sichern sich Investoren gegen einen Ausfall ab oder wetten eben auch darauf. Man kann das so umrechnen, einen Basispunkt bei einem CDS dient zur Absicherung von 10 Millionen Euro über 5 Jahre gegen einen Ausfall. Und da ist ein Basispunkt 1000 Euro, kostet das dann pro Jahr. Und wenn man sich das mal anschaut, wie stehen denn überhaupt derzeit diese Credit Default Swaps, das heißt also die Kreditausfallversicherungen auf wichtige große Banken. Und da habe ich hier mal den Link herausgeholt. Den stelle ich auch in die Chatbox rein. Bei vielen noch unter der 100er-Schwelle, aber, und das sollte uns eben zu denken geben, die Deutsche Bank hier, 250 Punkte sind es inzwischen. Das heißt also, eine Absicherung gegen einen Ausfall der Deutschen Bank kostet im Augenblick 250.000 Euro pro Jahr. Das ist eine stolze Summe, vor allen Dingen, wenn man mal hier anschaut, wie viel man für andere Banken aufwenden müsste. Hier sind eben noch amerikanische Banken mit drin. Da sieht man die Deutsche Bank mit 250 Basispunkten bei den 5-jährigen CDS, Kreditausfallversicherungen, ist also hier sehr, sehr weit oben anzusiedeln. Und dieses Problem hier schlägt natürlich nicht nur in dem Verlauf der Credit Default Swaps auf die Deutsche Bank nieder, das ist eben dieser gelbe Verlauf, sondern ganz interessant, auch die deutschen 5-jährigen Kreditausfallversicherungen, das ist hier dieser lila Verlauf, ja, weisen eine hohe Korrelation auf zur Deutschen Bank, zu den deutschen Bank-CDS. Ja, insgesamt die CDS auf Deutschland noch gering, aber das sieht man hier sehr deutlich. Also, wenn die CDS auf die Deutsche Bank ansteigen, dann springt auch die für die Deutschland an. Na, natürlich hat jetzt Frau Merkel gesagt, oder wer auch immer da in Berlin eine große Klappe riskiert hat, na, wir springen auf gar keinen Fall ein, sollte da irgendetwas passieren, der Steuerzahler und so weiter wird da nicht für belangt. Naja, pappelapapp. Also wenn die Deutsche Bank sich die Situation verschärfen sollte, dann muss natürlich der deutsche Staat einspringen. Ist doch vollkommen klar. In einem solchen Umfeld und vor allen Dingen bei einer so systemrelevanten Bank geht das gar nicht mehr anders. Man muss sich ja auch mal überlegen, worüber unterhalten wir uns denn eigentlich? Die Deutsche Bank hat ein Derivate-Exposure von 52 Billionen Euro. Das tönt jetzt wahnsinnig viel. Das ist das gut 17-fache der Wirtschaftsleistung Deutschlands, beziehungsweise das 5-fache der Wirtschaftsleistung der gesamten Eurozone. Jetzt ist es nicht so, dass diese 52 Billionen Euro ein Risiko darstellen. Natürlich sind diese Positionen gegeneinander auch gehedged. Das heißt also, wir reden hier nicht über ein Problem über 52 Billionen Euro. Die Nettoposition, also die ungehedgten Positionen, dürften wesentlich geringer sein. Ja. Aber, und das zeigt diese Grafik hier, das sind einfach mal die inländischen Verknüpfungen zwischen verschiedenen Banken und Versicherungen, jetzt einfach nur einmal auf Deutschland bezogen. Da sieht man eben, dass in Deutschland selbst natürlich die Deutsche Bank enge Verknüpfungen bestehen, starke Verknüpfungen zum Beispiel zwischen der Allianz zur Münchner Rückgruppe, zur Commerzbank, aber auch hier zum Beispiel zu Versicherungskonzernen, Talanx, zur Arealbank. Das sind sehr, sehr enge Verbindungen, die hier bestehen. Und das heißt also, wenn jetzt die Deutsche Bank in Schwierigkeiten geraten sollte, weil sie zum Beispiel die Strafe nicht bezahlen kann, was auch immer, ja, dann hat das natürlich auch direkt schon einen Ketteneffekt auf andere Institute auch, ganz einfach wegen der engen Verpflichtungen. So, das gilt einmal innerhalb Deutschlands, aber es ist natürlich auch interessant, wie sieht es denn überhaupt darüber hinaus aus? Das zeigt diese Grafik hier, die global systemrelevanten Banken. Und oh Wunder, ich hatte es ja gerade eben schon gesagt, die Deutsche Bank hat ein gigantisches Außenbilanzgeschäft. Sie hat von gemessen an der Bilanzsumme, ist sie eine der größten Banken der Welt. Sie hat das wahnsinnig große Derivate-Exposure, umfasst ungefähr 10% des global ausstehenden Derivatevolumens, also ein Global Player. Und das sieht man hier eben auch. Das hat einfach mal der Internationale Währungsfonds unter die Lupe genommen. Die Deutsche Bank ist letztlich eine der systemrelevantesten Banken, wenn nicht sogar die systemrelevanteste Bank, noch vor der britischen HSBC oder zum Beispiel hier der Credit Suisse. Ja, das heißt also, auch im Kontext der anderen Banken auf dem internationalen Parkett, also in Europa, in der Welt selbst, zählt eben die Deutsche Bank schon zu einer der Finanzhäuser mit dem größten Risiko.
Jetzt habe ich gerade eben mal den Kuchen gezeigt hier für die Verknüpfung innerhalb Deutschlands. Und dann ist natürlich auch interessant, wie sind denn die Verknüpfungen eigentlich weltweit? Und auch hier das entsprechende Ergebnis letztlich. Man sieht es deutlich, dass also eine ganze Reihe von großen Verflechtungen unter den europäischen Banken bestehen. Man sieht das hier, Deutsche Bank natürlich mit HSBC, mit Barclays, mit der BNP Paribas, mit aber auch vielen amerikanischen Instituten hier in Lila, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo sind mit dabei, natürlich auch Richtung Asien, ja, ECBC Bank, Bank of China, Mitsubishi Bank, das sind eigentlich das Who is Who der internationalen Bankenszene. Das ist einfach das Problem, ja, dass hier, wenn ein Global Player wirklich so in Mitleidenschaft gerät, die Deutsche Bank ja heute auf rekordtief natürlich durchgereicht, dass das dann zu Problemen kommen könnte. Das heißt also, das wird letztlich natürlich auch das US-Justizministerium ganz klar erkannt haben. Wenn die hier darauf pochen, 14 Milliarden Dollar werden, wollen wir von euch haben. Egal, ob ihr die irgendwie aufgestemmt kriegt oder nicht, dann ist das natürlich für die Deutsche Bank kaum noch zu managen. Es müssten ja eine gigantische Kapitalerhöhung durchgeführt werden, wenn nicht der Staat einspringt. Das würde natürlich dann zu weiteren Bumerang-Effekten führen. Ja. Letztlich Dominostein, ein großer fällt um und das würde dann auch viele andere mit in Mitleidenschaft ziehen. Ich will jetzt hier wirklich keine Panik machen heute Abend. Ja. Das ist ganz wichtig, nur man muss die Zusammenhänge verstehen. Und man sollte eben verstehen, dass die Deutsche Bank im deutschen Kontext, im europäischen, aber auch im internationalen Kontext einfach aufgrund ihrer Aufstellung, das zeigen ja hier die Grafiken des Internationalen Währungsfonds sehr deutlich, ein sehr, sehr wichtiger ja, Baustein ist, der eben nicht umfallen darf. Ja. Und deshalb ist es entscheidend, eben, dass es hier zu einer Beruhigung kommt im deutschen Bankensektor, im italienischen auch. Ja. Das ist weiterhin eben das große Problem, das hatte ich ja gesagt, hier ist das Misstrauen noch viel größer, der Bankenindex 50% gefallen. Da muss eine Beruhigung einsetzen und das würde dann natürlich auch den Gesamtmarkt letztlich mal stabilisieren. Und schauen wir uns mal die Situation noch mal kurz hier bei der Deutschen Bank auch an. Es kommt die Frage eben auch auf, wie gut die Deutsche Bank in der Politik verdrahtet ist. Ja, haben wir letztens auch auf Feingold Research einen kleinen Beitrag mal gehabt. Es gibt so ein paar Gerüchte offenbar, dass es die Deutsche Bank sich etwas verscherzt hat, auch mit Berlin. Wie gut da die Kontakte sind, weiß ich nicht. Ist allerdings, können Sie davon ausgehen, können Sie sicher sein, wenn es um die Deutsche Bank irgendwie kritisch werden sollte, wird Berlin einspringen müssen, ja, um hier ganz einfach größeren Schaden abzuwenden. Nur ist das natürlich extrem schwierig, den Wähler zu verkaufen. Das ist ja vollkommen klar und das vor dem Hintergrund der Bundestagswahlen 2017. Wäre das für Frau Merkel doch ja, eine sehr unbefriedigende Entwicklung, nennen wir es mal so. Gut, gucken wir uns mal die charttechnische Ausgangslage der Deutschen Bank Aktie an. Haben wir auch in den vergangenen Webinaren öfters darauf hingewiesen, intakter Abwärtstrend liegt natürlich vor auf allen relevanten Zeitebenen, also langfristig, mittelfristig und auch kurzfristig. Wir haben hier die Abwärtstrendlinie eingezeichnet, ausgehend von den Frühjahrshochs, verläuft im Augenblick bei 13,25 Euro. Sieht man hier sehr schön, wie dieser Kreuzwiderstand, also dieser Kumulationswiderstand auch bestätigt wurde zwischen 13,25 bis 14 Euro. Davon sind wir dynamisch nach unten hin abgeprallt. Dann setze das ein, was man eigentlich häufiger beobachten kann. Wenn eine Aktie auf Rekordtief fällt und das bisherige Rekordtief unterbietet, dann werden hier diese Stoppkurse, die überall liegen, natürlich abgefischt. Entsprechend dynamisch geht es nach unten. Heute ging es etwas weiter. Sie sehen hier den Anstieg des Handelsvolumens. Ich gehe kurzfristig nicht davon aus, dass es jetzt zu deutlich weiter fallenden Kursen kommen sollte. Vorausgesetzt, ganz wichtig, dass hier sich die Situation im Allgemeinen nicht zuspitzen sollte. Sie wissen, Börse ist zu 80-90% Psychologie. Da weiß man nie, wie entwickelt sich die Psychologie. Ja? Also wenn wir nochmal so einen Montag kriegen und hier die einfach die Nerven blank liegen, dann geht es natürlich mit der Deutschen Bank-Aktie weiter nach unten. Sollte sich die Lage aber stabilisieren und alle mal durchatmen, gehe ich mal davon aus, dass wir hier eine Stabilisierung sehen, zumal eben auch die Aktie ja statistisch gesehen überverkauft ist, sieht man deutlich hier der Prognosekorridor, der die Schwankungen der Deutschen Bank-Aktie um die 21-Tage-Linie abspiegelt, sieht man deutlich, hier sind wir an der Untergrenze angekommen. Die Tendenz fällt jetzt leicht, aber es kommt jetzt hier nicht zu einem sofortigen Rutsch, so unter 10 bis 9 Euro, das erwarte ich erstmal nicht,
sondern dass sich die Deutsche Bank also zunächst einmal hier stabilisieren sollte. Vielleicht sehen wir auch einen Rücklauf hier mal in die 21-Tage-Linie, aber solche Aktien jetzt hier shorten, kam auch gerade die Frage auf, bin ich ehrlich gesagt sehr skeptisch. Also ja, die Trends zeigen zwar deutlich abwärts, das Problem ist, es gibt auch immer wieder mal scharfe Gegenerholungen. Ja? Und wenn man dann short ist, dann verbrennt man sich extrem schnell die Finger. Nur mal ein Beispiel, hier im August, innerhalb von wenigen Tagen ist die Deutsche Bank Aktie um rund 15% gestiegen, in der Spitze um 25%. Wenn sie da short sind, haben sie ein mega Problem. Ja, und man sollte die Aktie nicht shorten, wenn sie hier schon mal so einen Ausverkauf wie in den vergangenen Tagen gesehen hat. Eher, wenn es hier zu einer Erholung kommt. Ja, die Erholung und Shorten zum Beispiel hier eben an den Abwärtstrend, sollten wir den nochmal testen, dann wieder in Richtung des übergeordneten Abwärtstrends eine Short-Position eingeht. Das ist dann doch ein bisschen interessanter und auch das Chance-Risiko-Verhältnis ist attraktiver, denn hier jetzt einen guten Stoppkurs einziehen, das geht erst hier oben, das ist zu weit weg, das macht im Augenblick eigentlich wenig Sinn, da eher dann auf eine Gegenbewegung warten. Es kommt auch immer die Frage, gibt es irgendwelche Untergrenzen bei der Deutschen Bank-Aktie, wo man sagen würde, ja, also bis dahin könnte die fallen, aber tiefer nicht mehr. Das Problem ist ja jetzt, wir handeln auf Rekordtief. Und das ist quasi Niemandsland. Ja. Das ist genauso wie Aktien, die auf Rekord hochhandeln. Auch da gibt es keine bereits bestätigten Unterstützung oder Widerstände mehr. Also in dem Fall Widerstände. Das ist ein Problem, hier wirklich noch Kursziele abzuleiten. Ich habe sie mal probiert für Untergangsszenarien, wird man ja immer wieder gefragt. Wie war es da in der Vergangenheit gewesen? Das ist so, dass die Deutsche Bank-Aktie sich maximal so um 45-46% von ihrer 200-Tage-Linie entfernt hat. Das zeigt diese Entwicklung hier unten, die zeigt den prozentualen Abstand der Deutschen Bank-Aktie zu ihrer 200-Tage-Linie an. Sieht man sehr deutlich, selbst so zu größeren Krisenzeiten waren es mal 45% gewesen in den vergangenen rund 5 Jahren. Zu den Augenblick auf einen Zielbereich von 8,40 Euro schließen lassen. Wenn jetzt wirklich wieder mal so eine Extremsituation ausgelotet werden würde. Sage ich aber ganz klar, das sehe ich im Augenblick noch nicht, aber das wäre jetzt mal so ein Ziel, abgeleitet eben aus statistischen Erfahrungswerten der Vergangenheit. Da würde jetzt Raum bestehen bis ungefähr 8,40 Euro, 8,50 Euro, 8,60 Euro, so bis in den Bereich. Tendenz aber ganz klar negativ. Lese ich mal kurz die Fragen hier durch. Genau, Commerzbanken, besserer Short-Kandidat, ja, kam heute etwas deutlicher da unter Druck, nachdem man ja hier Stellenstreichungen durchgegangen hat. Auch hier natürlich, ne, Commerzbank, 9.000 Arbeitsplätze wohl weg, jede fünfte der gut 50.000 Stellen in Deutschlands. Zweitgrößter Bank, ist auch mal eine Ansage, bis 2020. Sollte sich der Stellenabbau hinziehen, Umbaukosten von 1 Milliarde Euro, Dividende wird einkassiert. Also kommt auch wieder was zusammen. Auch hier sieht man offenbar, naja, wir haben hier größere Probleme, dass man erst einmal lösen muss. Ich glaube, wie war das gewesen, der neue Vorstandschef, der Herr Zielke, will die neuen Pläne dann am Freitag kommunizieren. Morgen und übermorgen wird darüber debattiert bei der Commerzbank. Ja, mal gucken, was da am Freitag bei rauskommt, aber auch da sicherlich die Tendenz erstmal abwärts gerichtet, weil irgendwie muss man ja Geld verdienen, also muss man das Ganze irgendwie versuchen, auf der Kostenseite den Daumen drauf zu halten. Ich möchte jetzt nicht in den Banken arbeiten. Digitalisierung, großes Thema auch, um so Personal einzusparen. Ja, Commerzbank, man sieht es deutlich, hält sich relativ stark gegenüber der Deutschen Bank auch. Auch hier natürlich der übergeordnete Trend negativ. Zielbereich aber letztlich 5,30 Euro, 5,40 Euro auf der Unterseite, wo hier der Prognosekorridor jetzt hergeht, 5,50 Euro. Hier ist auch erstmal Druck drauf, aber die Commerzbank sieht im Augenblick noch stabiler aus als die Deutsche Bank, das ist richtig. Und hat natürlich auch entsprechend mehr Potenzial jetzt auf der Unterseite auch, sollte es hier zu weiter fallenden Kurse kommen. Also die nächsten Unterstützungen 5,50 Euro, 5,60 Euro bzw. 5,15 Euro. Bei der Commerzbank. So, das mal zum Bankensektor, wo ich drauf eingehen sollte und damit eigentlich zum heutigen Hauptthema. Wie sind die Aussichten? Ich habe hier nochmal die Termine nochmal aufgefrischt. Und zwar ergänzt hier um die TV-Duelle. Die sind ja auch wichtig, soll man nicht ganz unterschätzen. Gehen wir gleich noch kurz drauf ein.
Das nochmal die wichtigsten Termine für die nächsten, für das nächste Quartal. Gehe ich jetzt nicht mehr großartig drauf ein. Wie gesagt, hier das Referendum in Italien, ganz wichtig, weil ja auch Herr Renzi damit seine politische Zukunft verknüpft hat. Neuwahlen wären in Italien kritisch zu sehen, weil er dann ja, doch extremere Gruppierungen mit Parteien deutlichen Aufwind erfahren dürften. Und dann könnte hier die Diskussion losgehen um einen Euro-Austritt. Das könnte wiederum dann auch ja, den ganzen anderen Länder überspringen. Wir haben ja im nächsten Jahr in Europa noch einige Wahlen, die anstehen, Frankreich, Deutschland, Niederlande. Also kommt was zusammen. Aber ansonsten hier natürlich geprägt von Notenbanksitzungen das Ganze. Die Präsidentschaftswahlen am 8. November. Und die führen uns zum nächsten Thema mal kurz nochmal. Zur Auffrischung, ich habe hier ein paar Mails bekommen, ob ich nochmal darauf eingehen könnte, auf die Verläufe in den US-Präsidentschaftswahljahren, beziehungsweise der Zyklus eben hier, das Wahljahresmuster, Republikaner versus Demokraten, hier einfach nochmal die kurze Übersicht. Es ist nicht so, dass neue Besen besser kehren, es ist so, dass, wenn man sich mal die beiden Parteien anschaut, Republikaner und Demokraten, sich ja die Börsen in der Vergangenheit eigentlich unter Demokraten wesentlich freundlicher entwickelt haben. Man sieht das hier sehr schön in einer Rückrechnung. Ich glaube, seit 1952 reichte hier diese Analyse zurück. Die blaue Linie einfach, wenn die Demokraten gewinnen und dann sind doch die Börsen vor allen Dingen im Zeitraum von einem halben Jahr bis einem Jahr deutlich im Plus. 10% liegen sie im Durchschnitt zu. Kam es hingegen zu einem republikanischen Wahlsieg, dann sieht man hier letztlich Lethargie, die hier zu beobachten war. Vor allen Dingen dann mit deutlicheren Verlusten nach einem halben Jahr, das hatte ich ja im letzten Jahr auch schon gesagt, also im Frühjahr 2017, sollte Donald Trump gewinnen, wäre dann mit fallenden Kursen zu rechnen, hier in dieser Durchschnittsbetrachtung. Das sieht man auch, das wird auch untermauert, wenn man einfach mal die Gewinnerjahre oder den Amtsperioden sich anschaut, auch hier ganz klar, Demokraten mit einer besseren Börsenbilanz, möchte ich es mal nennen, als die Republikaner. Präsident wechselt oder auch nicht, das heißt also letztlich neue Besen gefielen den Anlegern in der Vergangenheit ebenfalls nicht, sieht man hier deutlich, wenn die bisherige Partei sich durchgesetzt hat, das wären also jetzt die Demokraten, so mit Obama, ja, ist ja Demokrat und Clinton, dichten die Kurse um durchschnittlich 9% zu. Das war also 6 von 8 Amtsperioden waren hier im Plus gewesen sogar. Kam es zu einem Wechsel, das heißt also die bisherige Opposition zieht ins Weiße Haus ein, sieht man hier sehr deutlich die gelbe Linie, negative Entwicklung, -1,6% und auch hier die Anzahl der positiven Fälle mit 3 von 7 sehr dürftig, möchte ich es mal nennen. Also die Statistik, Freunde sagen ganz klar, Frau Clinton wäre besser für die Entwicklung an den Aktienmärkten. Sie gilt ja auch so als Lobbyistin der Wall Street letztlich. Hier noch eine weitere Entwicklung, die jetzt einfach mal ausklammert, ob Demokraten oder Republikaner, sondern wie entwickeln sich eigentlich die Märkte im Wahljahreszyklus und auch hier natürlich in den ersten 12 Monaten nach der Präsidentschaftswahl, also hier die graue Linie, also die hellblaue Linie, um genau zu sagen, das ist das, was uns dann eigentlich so in den kommenden, also nach November, in den folgenden 12 Monaten erwarten würde, und zwar eine Seitwärtsbewegung, weil ganz einfach ja, vielleicht ein neuer Politikstil reinkommt und diese Unsicherheit über das, was dann da kommt, bremst meistens die Börsen auch immer ein bisschen aus. Man sollte solche ganzen Wahlgeschichten natürlich auch nicht überinterpretieren. Letztlich ist die Wirtschaftsentwicklung, die Geldpolitik entscheidend, aber natürlich auch je nachdem, wer das Amt ausschmückt und wie er vor allen Dingen auch auf dem politischen internationalen Parkett auftritt, hat das natürlich dann auch Auswirkungen auf die Börsen selbst. Grundsätzlich immer die beste Entwicklung zeigten die Börsen in den ersten 12 Monaten nach den Midterm-Wahlen. Das wäre also dann 2018. Zur Mitte eben der nächsten Amtsperiode. Wer sich das Ganze für den DAX einmal anschauen möchte, dem empfehle ich hier die Seite von Seasonal Charts. Da ist das auch nochmal schön für den DAX abgetragen und wenn man sich das mal anschaut, passt das in diesem Jahr auch noch ganz gut. Also in Wahljahren der DAX hier selbst
mit so ein bisschen einer leicht freundlichen Tendenz im Frühjahr und Sommer und dann eben doch deutlicheren Verlusten im Oktober mit einer Stabilisierung und einer späten Erholung. Davon unterscheiden sich eben dann die Nachwahljahre relativ deutlich, Midterm-Wahl mit deutlichen Verlusten dann gekennzeichnet. Also wer sich das mal anschauen möchte, die Seasonal Charts für den DAX. Ich bin da so ein bisschen von abgerückt von diesen Seasonal Charts. Die sind sicherlich ganz gut. Das Problem ist hierbei so ein bisschen, dass Daten verwendet werden seit 1958 und da haben sich natürlich die Zeiten doch inzwischen deutlich verändert. Also ob das jetzt heutzutage auch noch so gilt, sei ja mal dahingestellt. Gucken wir mal auf die US-Indizes. Wieder im Augenblick die Ausgangslage. Es hat sich nicht so viel verändert. Hatte ich euch ja auch gesagt im letzten Webinar, einfach hier drauf achten, wo bricht der S&P 500 letztlich aus. Ja, das ist die Situation. Nahezu unverändert, der S&P 500 handelt weiterhin deutlich über der Ausbruchsmarke, 2110 bis 2130 Punkte. Solange dieses Ausbruchsniveau verteidigt wird, sind die Perspektiven nahezu positiv zu sehen. Sollte es zum Ausbruch auf der Unterseite kommen, dann nächstes Ziel hier die 200-Tage-Linie im Bereich 2060. Darunter dann 2020 bzw. 1990. Auf der Oberseite der nächste Widerstand 2193, also das Rekordhoch. Und darüber dann sollte der S&P ausbrechen. Lässt sich aus den statistischen Schwankungen Kursziel von ungefähr 2250 Punkten ableiten. Also hier muss man weiterhin abwarten, in welche Richtung bricht der S&P 500 aus. Das ist letztlich die entscheidende Frage aus chartlicher Sicht. Es kann gut sein, dass die Börsen jetzt in so eine Lethargie auch wieder übergehen, indem einfach die Impulse fehlen von der Geldpolitik, von der Berichtssaison und man abwartet, was passiert vielleicht am 8. November. Und es erst dann zu einem Ausbruch kommt, wäre natürlich für uns Charttechniker ziemlich hartes Brot, aber das muss man auch mit einkalkulieren, also dass die Kurse erst einmal hier jetzt vorerst seitwärts fluktuieren zwischen 2110 bis 2190. Gucken wir uns mal einen Index an, der so ein bisschen ein Vorlaufindikator ist, das ist ja der Nasdaq 100, der entwickelte sich ja doch zuletzt deutlich besser. Wir haben hier ein paar positive Signale gesehen. Hier die blau punktierte Linie, 4811 Punkte, das ist die Rekordmarke aus dem Jahr 2000, also das Allzeithoch während der Technologieblase, haben wir zuletzt deutlich überschritten. War sicherlich schon mal ein sehr wichtiges Argument aus Bullensicht gewesen. Dann natürlich auch, dass wir hier einen ziemlich dynamischen Ausbruch auch gesehen haben mit leicht erhöhtem Handelsvolumen. Die Berichtssaison in den USA beginnt Anfang Oktober und geht dann langsam hoch, so richtig Mitte Oktober, dann kommen die großen Schwünge. Aber Alcoa ist, glaube ich, jetzt so Anfang Oktober schon dran, 5., 6., 7. ungefähr. Das wird dann so der nächste vielleicht. Also hier, die Nasdaq 100, wie gesagt, ein schöner Ausbruch auf der Oberseite gesehen, auch über das Allzeithoch von der Technologiebörse haben wir jetzt rausgenommen. Wichtige Information, hatte ich ja auch schon öfters mal gesagt, die Technologieaktien und damit der Nasdaq 100 ist so ein vorauslaufender Indikator für den S&P und für den Dow Jones. Deshalb hier mal so ein bisschen darauf achten, wie entwickeln sich die Technologieaktien. Pferdefuß ist hier, Apple ist gewichtet mit rund 12%. Letztlich hat natürlich Apple hier einen übergeordneten Einfluss und damit ist das ein bisschen verzerrt. Also auch immer ein bisschen die Marktbreite mit im Blick behalten. Es gibt hier jetzt zwei Szenarien auch, entweder der Nasdaq 100 fällt hier unter die Ausbruchsmarke zurück, also von ungefähr 4.700 bis 4.735 Punkte, dann wäre das hier oben alles ein Fehlausbruch und das würde dann natürlich auch negativ sein für den S&P und für den Dow Jones. Im Idealfall stabilisieren wir uns hier aber über der 21-Tage-Linie und das wäre dann positiv auch für die US-Indizes. Also diese Richtungsentscheidung, die steht jetzt hier unmittelbar an und deshalb den Nasdaq mal genauer im Blick behalten. Wir haben jetzt hier die Oberseite dieses Prognose oder dieses Korridors nicht ganz erreicht bei 4.940 Punkten. Das war ein kleines Schwächensignal schon mal gewesen, soll man jetzt noch nicht überbewerten. Aber achtet mal darauf, wie der Nasdaq 100 sich entwickelt, sollte der wieder zu Stärke neigen und diesen Ausbruch hier vor allen Dingen bestätigen, 20-Tage-Linie, dann wäre das auch für den gesamten US-Markt schon mal positiv. Damit wechseln wir nach Europa zum DAX. Hier die Situation nochmal, den Chart kennt ihr auch schon.
Die blaue Linie zeigt hier die relative Performance des DAX-Kursindex gegenüber dem S&P 500. Beantwortet letztlich die Frage, entwickelt sich der DAX-Kursindex besser als der US-Leitindex oder eben nicht? Steigt die Linie an, entwickelte sich der DAX besser? Fällt die Linie, entwickelte sich der S&P 500 besser? Da habe ich euch ja darauf vorbereitet hier unten. Das wäre der Tiefpunkt gewesen Mitte Juli. Hat man ja quasi ja, so eine Übertreibung gesehen in der Outperformance der amerikanischen Aktien. Seitdem eine Erholung. Jetzt geht das hier so ein bisschen wieder seitwärts. Es ist ja mehr Unsicherheit aufgekommen. Da zieht man sich so ein bisschen aus dem DAX zurück. Wir sehen jetzt hier keine richtige Outperformance des DAX mehr gegenüber dem S&P 500. Aber das zeigt diese Entwicklung hier eigentlich sehr schön. Der DAX ist doch weiterhin etwas besser unterwegs als der Eurostoxx 50. Ja, also wenn es in Europa läuft und wenn die europäischen Aktienmärkte wieder besser laufen sollten, die Jahreshochs rausnehmen, bin ich weiterhin ein Fan des DAX. Der sollte sich besser entwickeln als der Eurostoxx 50. Ja, ist dann auf jeden Fall zu bevorzugen. So, wie ist die Situation jetzt für den DAX einzuordnen aus charttechnischer Sicht? Es hat sich nicht so viel getan. Letztlich ist die Situation so, wie auch schon in der vergangenen Woche beschrieben. Wir hatten heute wieder mal Kaufinteresse gesehen hier im Bereich des September-Tiefs, also bei rund 10.260 Punkten. Das ist ja hier so eine Art noch halbwegs, wo die Börsenanteil halbwegs auf Orange steht. Ist noch nicht so viel passiert. Man muss jetzt abwarten, wohin der nächste Impuls folgt. Erst wenn der DAX hier unter die 200-Tage-Linie fällt, unter die 10.000er-Marke, dann wechselt doch die Einschätzung deutlich in den negativen Bereich rein. Das hier ist noch so eine leichte Stabilisierungstendenz zu erkennen. Und ich wechsle jetzt auch mal meine Einschätzung im Vergleich zur vergangenen Woche und sage, er ist erst positiv einzuschätzen, sollten wir das bisherige Jahreshoch rausnehmen. Alles, was dazwischen passiert in dieser Range hier, ist als neutral zu sehen. Ja, mit leicht positivem Unterton, aber so der Bereich hier von 10.000 bis 10.800 Punkten ist eine neutrale Zone, wenn der DAX darin läuft. Sollte er das bisherige Jahreshoch rausnehmen, erst dann ist es deutlich positiver. Vorgeschaltet haben wir hier noch eine kleine Abwärtslücke bei 10.560 bis 10.617 Punkten und den Abwärtstrend bei 10.650 Punkten, also hier sind ein paar Widerstände. Das könnte rausgenommen werden, wäre so ein erstes positives Signal. Dann müssen wir, wie gesagt, über das Jahreshoch steigen, 10.800 Punkte, und dann ist der DAX wieder klar positiv. Man kann hier natürlich solche Rückläufer zum Einstieg von Long-Positionen nutzen, vor dem Hintergrund, dass ja der DAX im vierten Quartal durchschnittlich 8% zulegt, also auch eine positive saisonale Komponente jetzt gegeben ist. Aber ich habe es euch ja gezeigt, es gibt verschiedene Unsicherheitsfaktoren noch, wichtige Termine. Also da immer auch den Stoppkurs entsprechend eng platzieren, das Risiko im Blick behalten. Kritisch wird es allerdings wirklich erst unter der 200-Tage-Linie, also wenn wir wieder vierstellig sind. Also ich würde jetzt auch sagen, DAX vorerst mal seitwärts. Erst hier ein Ausbruch aus dieser Range würde ein markantes Signal senden auf charttechnischer Basis. Ich glaube, die Frage, sollte die Deutsche Bank den DAX nicht nach unten ziehen? Ja, ist richtig, hat sie ja auch. Einfach die Unsicherheit, weil ja nicht nur die Deutsche Bank betroffen ist, ich hatte es ja gezeigt, sondern Commerzbank, München, Rück, Allianz, ja, viele andere eben auch. Und Allianz ist ja schon mal ein Indexschwergewicht. Die Deutsche Bank selbst ist ja kein Indexschwergewicht mehr. Von daher sind die Verluste der Deutschen Bank-Aktie für den DAX nicht mehr ganz so schädlich. Aber wenn da natürlich andere mit betroffen sind, zieht das natürlich dann auch den Gesamtmarkt mit nach unten. Und wenn sich die Situation über die CDS weiter verschärfen sollte, wäre es natürlich auch für den Investitionsstandort Deutschland, für den Finanzmarkt Deutschland natürlich auch nicht von Vorteil, ist klar. Wirkt sich allerdings dann nicht ganz so direkt jetzt mal auf den DAX aus, sondern da natürlich eher die Einzelwerte, wie sich die weiterentwickeln und wie hier die Verknüpfungen sind. So, das speichere ich mal ab. Das ist also die Prognose für den DAX, vorerst mal seitwärts gerichtet im Bereich 10.000 bis 10.800. Vorgeschaltet, wie gesagt, auf den Abwärtstrend achten wir 10.650. Auf der Unterseite, wenn man jetzt hier traden will, kriege ich auch immer wieder Fragen, unter der 10.260 wäre dann Abwärtsspielraum bis 10.117, beziehungsweise hier eben die 200-Tage-Linie bei 10.100 gegeben. Auf der Oberseite, wie gesagt, hier den Abwärtstrend beachten.
So, das zum Aktienmarkt. Dann schwenken wir mal rüber zum Ölmarkt. Mal gucken, was ich da vorbereitet habe. Genau hier die Terminkurven nochmal. Ölmarkt haben wir auch sicherlich alle mitbekommen. Ist ja jetzt das informelle OPEC-Treffen in Algier. Da wartet man ungefähr stündlich auf irgendwelche größeren Erkenntnisse. Ich ziehe mal eben kurz den Chart rein. Ich gehe davon aus, dass da nicht viel passieren wird. Da muss ich auch mal überlegen, wo sind wir denn überhaupt am Ölmarkt selbst? Selbst wenn es hier zu einer, oder sagen wir es mal andersrum. Im Augenblick ist es so, dass die OPEC und Russland schon Produktionsrekorde erzielen, ja, bei der Ölproduktion. Das heißt also, wenn man sich hier auf einen Produktionsanstieg begrenzen will und sich darauf verständigt, dann ist das ja letztlich nur eine halbherzige Absichtserklärung. Nicht mehr, denn alle Länder, alle wichtigen Förderländer sind inzwischen schon am Rekord angekommen. Jetzt geht es noch so, dass in Libyen die Produktion wieder zu steigen beginnt, in Nigeria auch. Das heißt also, es ist weiterhin ein Markt von einer Überproduktion gekennzeichnet. Und zwar eine weltweite Überproduktion am Ölmarkt ist nach wie vor gegeben. Und darauf richten sich offenbar auch die OPEC-Produzenten inzwischen schon ein. In Saudi-Arabien gab es jetzt die Meldung, dass die Gehälter der Staatsbediensteten um bis zu 20% gekürzt werden. Wann mache ich so etwas? Und natürlich dann, wenn ich davon ausgehe, dass die Ölpreise vorerst mal nicht mehr ansteigen, dann mache ich natürlich solche Kürzungsmaßnahmen. Wenn man sich jetzt sagt, okay, wir machen doch irgendein Abkommen, was in Kraft tritt, dann würde sich damit die OPEC letztlich selbst ins Knie schießen. Denn der lachende Dritte wäre natürlich die Schieferölindustrie in den USA. Denn wenn die Ölpreise wieder steigen, dann können mehr offene oder schon angezapfte Ölbohrlöcher wieder reaktiviert werden. Das passiert sehr, sehr schnell. Aber zuletzt schon gesehen, in 12 der vergangenen 13 Wochen haben die US-Ölproduzenten die Anzahl der Bohrungen schon wieder ausgeweitet. Das heißt, die amerikanische Schieferölindustrie steht Gewehr bei Fuß. Und das ist letztlich auch der Grund dafür, dass die OPEC eben vor 2 Jahren ihre Strategie verändert hat. Das heißt also, man geht jetzt, die Preiskontrolle hat man aufgegeben und man konzentriert sich jetzt darauf, die Marktanteile zu verteidigen. Was bedeutet das denn jetzt für den Ölpreis? Na, es wird nichts Großartiges passieren. Auf der Oberseite ist der Ölpreis aus meiner Sicht komplett gedeckelt. Da geht gar nichts mehr. Ja, sei denn, die weltweite Konjunktur würde dermaßen anspringen, dass ja, der Ölbedarf kräftig steigt. Das sieht man nicht. Die weltweite Konjunktur ist, naja, da stottert der Motor. Deshalb gehe ich davon aus, einfach, dass der Ölpreis auf der Oberseite begrenzt ist, so im Bereich hier des bisherigen Jahreshochs bei rund 55, hier bei Brent. Da haben wir hier noch einen Abwärtstrend bei 52 Dollar. Wie gesagt, 55 Dollar bei Brent. Das Jahreshoch, auch da ist schon Schluss. Also viel mehr erwarte ich da nicht auf der Seite. Also selbst wenn jetzt hier irgendeine Fantasiekürzung oder ja, Begrenzung oder sowas verkündet werden sollte in Algier, aufgrund der Schieferölindustrie in den USA, die würden sofort in die Bresche springen und das will man eben vermeiden. Also ich sehe den Ölpreis weiterhin eher seitwärts gerichtet in einer Spanne zwischen 40 bis ungefähr 50, 55 Dollar je Barrel. Viel mehr dürfte hier erstmal nichts passieren. Sollte die weltweite Wirtschaft zur deutlichen Schwäche neigen, dann bestehen eher Risiken sogar auf der Unterseite. Die 40er-Marke ist entscheidend, vor allen Dingen eben auch im langfristigen Kontext. Hier haben wir schon häufiger mal Wechsel gesehen, wo hier es Umkehrpunkte gab, so an der 40er, 42er-Marke. Die sollte man im Blick behalten, aber ansonsten eigentlich hier eher seitwärts gerichtet. Das zeigen auch hier die Terminkurven an, sieht man sehr deutlich. Auf Sicht der kommenden Monate rechnen die Investoren weder bei WTI noch bei Brent mit wirklich stark steigenden Kursen. Es ist ein bisschen wie eine Contango-Situation, also leicht steigende Future-Kontrakte, aber das bewegt sich alles in ziemlich harmonischen Dosen im Bereich der 50er-Schwelle. Gucken wir noch auf die Saisonalität. Auch hier der Oktober und November am Ölmarkt mit deutlich fallenden Notierungen eigentlich immer gekennzeichnet. Man sieht hier durchaus auch Parallelen zum bisherigen Jahresverlauf. Von daher ist diese Grafik hier, diese Saisonal Chart doch zumindest mal ein Mosaiksteinchen. Also der zeigt ja auch, die Tendenz ist eher auf der Unterseite im Augenblick gegeben. Also Öl seitwärts mit Abwärtsrisiken.
Gucken wir uns den Goldmarkt an. Auch hier der entsprechende Chart erstmal dazu. Die Situation bei Gold ist ja so, dass wir hier ja, gute 22%, glaube ich, seit Jahresbeginn zugelegt haben. Das ist jetzt ein bisschen ja, die Spekulation auch hier auf die US-Präsidentschaftswahl gewesen. Wir haben jetzt Verluste heute gesehen. Liegt damit zusammen, dass Herr Trump geringere Chancen eingeräumt wurde. Deshalb ist man hier so ein bisschen aus dem sicheren Hafen Gold rausgegangen. Was wir hier aber dennoch sehen, ist so ein bisschen die Tendenz eines ja, Dreiecks, was sich hier ausbildet. Der Druck auf der Unterseite nimmt etwas zu. Wir haben hier fallende Hochpunkte. Die Abwärtstrendlinie hier verläuft im Augenblick bei 1345 Dollar. Das ist ein wichtiger Widerstand. Es wäre gut, wenn Gold diesen kurzfristigen Abwärtstrend mal durchbrechen würde, damit hier wirklich von dieser obergeordneten negativen Tendenz mal weggeht. Also Kurse von Gold über 1350 wäre sehr wünschenswert. Erst dann dürfte der nächste Aufwärtsimpuls einsetzen. Darauf gilt es zu achten. Dann könnte man hier aus der Höhe dieser längsten Aufwärtsbewegung auch einmal ein mögliches Kursziel ableiten. Ich fasse das mal zusammen, wenn man hier die gesamte Höhe nimmt und das dann mal nach oben spiegelt, dann führt uns das so in den Bereich von 1480, 1500, mit größerer Unsicherheit auch behaftet. Vorgelagert würde ich eher mal die 1450er Marke sehen, 1400 sowieso schon. Der Bereich, wenn man hier ein bisschen weiter zurückgeht, dann haben wir hier auch ein paar Wendepunkte gehabt in 2013. Aber wie gesagt, Voraussetzung dafür ist, dass erstmal der Abwärtstrend rausgenommen wird, also bei 1345 bis 1350 Dollar, dann das bisherige Jahreshoch 1370 und dann haben wir die 1400 auf dem Schirm. Sollte das nicht passieren und ja, die Zinsen, die Realzinsdifferenz zum Beispiel in den USA wieder deutlich ausgeprägter ausfallen, dann wird es kritisch, wenn Gold unter 1300 bis 1310 Dollar fällt, also hier unter diesen wichtigen Widerstand, die wir jetzt, Unterstützung, die wir jetzt mehrfach bestätigt haben. Zielbereich wäre dann zunächst 1260 mit weiter fallender Tendenz hier in den Bereich 1205, 1220. Also darauf achten, entweder den Abwärtstrend, dass der gebrochen wird bei 1345, oder die bisher doch sehr wichtige und bestätigt, mehrfach bestätigte Unterstützung zwischen 1300 bis 1310 Dollar. Wir haben ein bisschen die Situation beim Goldmarkt, dass hier die spekulativen Long-Positionen noch relativ hoch liegen. Die sind zwar jetzt zuletzt immer mal wieder gefallen, aber ihr seht es hier, das ist diese gelbe Fläche. Die liegen weiterhin auf einem klar überdurchschnittlichen Niveau mit rund 210.000 Kontrakten. Das heißt, der Terminmarkt wird noch sehr stark eben auf weiter steigende Kurse beim Gold spekuliert. Das nimmt so ein bisschen die Fantasie auf der Oberseite und sollte sich einfach diese Tendenz nicht durchsetzen und Gold eben zur Schwäche neigen, dann werden natürlich diese spekulativen Long-Positionen geschlossen. Und das bedeutet dann, dass dann Druck auf den Goldpreis aufkommen könnte und wir eben dann auch relativ zügig wieder bis in den Bereich der 200-Tage-Linie durchgereicht werden würden. Das sieht man jetzt in den Charts noch nicht, aber vom Terminmarkt gibt es hier bisher noch kaum Unterstützung. Wie investiert man am besten? Ich gucke mal gerade die Fragen nochmal durch, hier kommt eine ganze Menge gerade rein. Wer bewegt den DAX? Ja, hier kam gerade ein guter Link noch rein. Wer bewegt den DAX eigentlich? Vielen Dank für den Link, den stelle ich auch nochmal hier in die Chatbox rein. Da sieht man sehr schön, wer eigentlich wie viele Punkte mit den DAX heute bewegt hat. Und das für jeden Handelstag, das wird glaube ich auch Intraday aktualisiert, also auch ein guter Link. Wie investiert man am besten in Gold? Scheiden sich so ein bisschen die Geister, ehrlich gesagt. Also am sichersten ist natürlich, physisches Gold in den Händen hat, denn das kann einem letztlich keiner mehr nehmen. Sie wissen nie, was bei ETFs, auch bei physisch hinterlegten ETFs sind. Also jetzt mal Worst-Case-Szenario angenommen. Das machen ja einige Gold-Fans, die sagen ja, wenn die Welt untergeht, dann will ich wenigstens mein Gold haben. Was machen sie, wenn jetzt zum Beispiel so ein Riese wie die Deutsche Bank in Straucheln gerät und da haben sie dann die ETFs drauf?
auch wenn das hinterlegt ist. Also ich weiß nicht, ob dann wirklich das Gold auch, was da hinterlegt ist, dann auch tatsächlich zur Verfügung steht, ob dann auch die Auszahlung möglich ist in wirklich größeren Krisenszenarien. Die werden so nicht eintreten. Also eine einfache Möglichkeit, eine kostengünstige ist natürlich über ETFs. Da gibt es verschiedene Angebote inzwischen, da sind auch die Spreads relativ gering. Da kann man das machen. Man kann natürlich auch gehebelt reingehen über CFDs, über Knockout, wenn man hier wenig Kapitaleinsatz von größeren oder von kleineren Bewegungen auch profitieren will. Dann bieten sich eben CFDs an und gemeint eben Knockout-Produkte. Auch da gibt es auf Gold ein weites Feld an Möglichkeiten. Wenn Sie sagen, Gold an sich hat zu geringe Volatilität, ich will auch so ein bisschen Unternehmens Charakter noch mit drin haben, das heißt also zum Beispiel auf Goldminenaktien spekulieren, das hatte ich Ihnen ja schon mal gezeigt in den vergangenen Webinaren, dass Goldminenaktien letztlich ein Hebel sind, aufweisen auf die Goldpreisentwicklung selbst. Da sind die Schwankungen noch wesentlich stärker, also eine Newmont Mining, eine Barrick Gold, wie sie alle heißen, Goldcorp, kann man natürlich auch da dann auf den Goldminenindex setzen oder auf Goldminenaktien, aber da ist das Risiko natürlich deutlich größer. Also je nach Risikogeschmack kann man hier mit verschiedenen Instrumenten auf Gold setzen. Das Defensivste ist der physische Kauf, das Spekulativste sicherlich gehebelte Produkte auf Goldminenaktien. So, dann fehlt noch einer in der Sammlung. Das ist Euro-Dollar. Auch hier natürlich mal darauf achten, ist allerdings ziemlich eingeschlafen. Ich gehe davon aus, dass bei Euro-Dollar auch vorerst mal nichts passieren wird. Was könnte Euro-Dollar aus der Lethargie reißen? Naja, zuerst einmal natürlich eine politische Komponente kann man hier mit einfließen lassen, sagen, naja, Donald Trump, Hillary Clinton, US-Präsidentschaftswahl, 8. November. Wenn Frau Clinton gewinnt, dürfte der Effekt auf den Dollar gering ausfallen. Sollte Trump gewinnen, besteht Abwertungspotenzial für den Dollar. Das heißt also, dann könnte Euro-Dollar hier die Oberseite dieser Range anlaufen, weil einfach dann Unsicherheit besteht, wie Herr Trump die weitere Politik gestalten wird. Dann könnte man so ein bisschen, einige sagen sogar, im Nimbus der Weltreserve Währung könnte Gold dann sogar verlieren. Gold könnte der Dollar verlieren, ganz so weit würde ich dann nicht gehen, aber es wäre sicherlich eine Belastung. Wir haben allerdings auch in Europa natürlich politische Risiken, die habe ich gezeigt, mit den Wahlen 2017, mit der Situation in Italien. Wir haben die Notenbanken natürlich auf beiden Seiten des Atlantiks. Die Fed kann irgendwie nicht die Zinsen erhöhen. Sie macht es vielleicht mal im Dezember, aber auch da ist die Wahrscheinlichkeit im Augenblick, ich glaube, so ungefähr bei 50%. Vielleicht passiert auch mal wieder gar nichts, würde auch nicht, wäre auch keine große Überraschung. Das heißt also, von dieser Seite her passiert nicht viel. Die EZB, da ist zum großen Teil eingepreist, dass das Anleihekaufprogramm über 80 Milliarden Euro über März 2017 verlängert wird. Also auch keine kräftigen Impulse. Also von daher weiß ich nicht, was Euro-Dollar aus der Lethargie befreien sollte. Man sieht hier, die Volatilität im Währungspaar ist jetzt zuletzt nochmal deutlich enger geworden, nachdem wir ja hier schon in der Range 1,4 bis 1,17 gehandelt haben in 2015. Ist das jetzt nochmal zusammengestaucht auf 1,11 bis 1,13? Wir haben hier bei Euro-Dollar so eine leicht positive Tendenz durch steigende Tiefpunkte seit Jahresbeginn. Das zeigt diese grün gestrichelte Linie hier. Auf der Oberseite aber immer gescheitert bei der 1,13 bis der 1,14. Also, ich sehe ein bisschen Potenzial für einen Ausbruch auf der Oberseite, aber das ist im Augenblick noch viel zu früh. Mein favorisiertes Szenario für Euro-Dollar ist, dass wir hier seitwärts pendeln in einer Range von, sagen wir mal, 1,9 bis 1,1450, 1,1460. Das ist so das, was man erwarten sollte. Im eher unwahrscheinlichen Szenario, ich sage mal zu 50%, pendeln wir seitwärts hier in dieser Range. Zu 30% haben wir einen Ausbruch auf der Oberseite, aber der wäre auch wirklich dann erst final, wenn wir über 1,17 steigen. Dann würde sich allerdings auch die Wettbewerbssituation wiederum für die deutsche Exportindustrie verschlechtern. Das wäre negativ für den DAX, ein Ausbruch von Euro-Dollar hier auf der Oberseite. Und dann mit 20% etwas geringer sehe ich die Wahrscheinlichkeit für eine Entwicklung hier unter 1,08 bzw. unter das 2015er Tief von 1,04.
Das wäre dann mit einer neuen Euro-Krise verbunden. Kann man nicht ausschließen aufgrund der vielen Risiken, die bestehen, aber im Augenblick nicht zu favorisieren. Ja, das wäre der Überblick mal hier über die wichtigsten Basiswerte und die Situation am europäischen Bankenmarkt bzw. eben bei der Deutschen Bank selbst. Es ist eine Menge zusammengekommen in den vergangenen Tagen. Wie gesagt, US-Präsidentschaftswahl kam sicherlich ein wichtiges Thema, gar keine Frage, aber eben die Situation im europäischen Bankensektor wollte man im Blick behalten. Hier darf jetzt einfach keine Panik aufkommen, ja, sondern hier müssen die Leute jetzt ruhig weiterarbeiten. Die Deutsche Bank muss ihre Hausaufgaben erledigen. Die Situation mit dem US-Justizministerium muss geklärt werden. Dass die schwierig ist, liegt ganz klar auf der Hand. Wenn die EU von Apple 14 Milliarden, was war das gewesen, Euro fordert mit Steuernachzahlungen, dann könnte man natürlich auch in den USA auf die Idee kommen, dass das US-Justizministerium nicht nachgeben wird. Da ist natürlich auch so eine politische Komponente dann mit dabei. Zudem besteht so ein bisschen die Befürchtung, dass ja, das Justizministerium angesichts der Wahl in den USA auch etwas härtere Töne anschlägt. Also insgesamt die Situation für die Deutsche Bank alles andere als einfach. Aber da muss man jetzt rauskommen und die Probleme der Vergangenheit mal lösen. So. Das hier sind die Orientierungsmarken für die nächsten 5 Handelstage, auch natürlich darüber hinaus. Vieles steht ja auch seitwärts, erwarte ich ja wie gesagt auch im Augenblick. Bund Future übrigens kurz vor dem Ausbruch, sollte man einen Blick drauf haben, könnte morgen ein deutliches Kaufsignal senden, da wechsle ich mal wieder mit der Tendenz auf aufwärts hin. Aber ansonsten alles andere eher seitwärts. So. Das soll es gewesen sein. Haben wir fast pünktlich heute noch zugemacht, die Bude, um 7:45. Bedanke mich für die rege Teilnahme wieder mal und die vielen Fragen während des Webinars. In der nächsten Woche dann gehen wir wieder verstärkt auf Einzelaktien ein. Blick hier auf das 4. Quartal, welche Einzelaktien sich daran anbieten werden. Freue mich dann wieder, wenn Sie wieder alle mit dabei sind. Ansonsten bis dahin Stoppkurse im Blick behalten, Nerven behalten und Happy Trading, würde ich mal sagen. Also tschüss, bis zur nächsten Woche.